Grüße euch, Sportfreunde. Sören ist am Start und man merkt schon eigentlich so von deinem Auftreten, dich schlaucht die ganze Corona-Kacke, ne? Kommst gar nicht klar. Ich gar nicht davon an, es ist der letzte Kack. Es ist der letzte Kack. Ich glaube, gerade du, auch jetzt mit deinem Background, mit Depressionen, denke ich, für dich sehr gut, dass du Abwechslung hast, rausgehen kannst, dich mit Freunden treffen kannst. Und jetzt wirst du theoretisch eingesperrt. Du merkst wahrscheinlich echt, dass sich das teilweise wieder einholt. Du hast Essensprobleme, wie du ein bisschen hast gesagt. Übertrieben. Ich komme nicht klar mit dem Essen. Man kann ja nicht richtig rausgehen. Also jetzt kann man noch rausgehen, aber es kommt wahrscheinlich, wenn es online ist, man weiß es jetzt nicht. Wir drehen immer eine Woche vor, muss man halt auch wissen. Da seht ihr mal auch, dass solche Sachen auch Leute, die jetzt nicht nur direkt jetzt von Corona krankheitlich betroffen sind, dass es die Lunge betrifft, sondern auch solche Geschichten sind natürlich dann, wenn deine Abläufe auf einmal komplett über den Haufen geworfen werden, die sind ja für dich verdammt wichtig. Fitnessstudio hat dir so eine Struktur gegeben. Jetzt muss ich dir erzählen, wie du zu Hause trainierst und dann hast du vielleicht auch zu Hause die Ablenkung, Geschwister, Eltern. Das ist ja alles dann ganz anders wieder, ne? Ja, vor allem ist es nicht das Gleiche. Ich war jetzt beim Powerlifting, war ich gut dabei. Ich habe 110 Kilo Kreuzheben, habe ich erst einmal geschafft, dann beim nächsten Mal direkt dreimal. Ja. Und Bankdrücken, da war ich mit 55 Kilo am Struggling, jetzt habe ich 60, dreimal 5 gemacht. Und ich bin so vorangekommen, ne? Gerade das hat dich gepusht, diese neuen Erfolge, diese neuen Gewichte, die du weggehauen hast. Ne? Und jetzt ist natürlich da dieser Cut erstmal. Man weiß nicht, wie lange man zu Hause ist. Nichtsdestotrotz, sage ich mal so, ich weiß, was bei dir der Motivationsfaktor ist. Es ist das Training, die Gewichte, das Powerlifting. Aber rein theoretisch, ich weiß, es ist einfach zu sagen, aber von der Umsetzung her, bei dir voranzukommen, ist es gerade eigentlich, das denken jetzt auch alle, eigentlich einfach, du musst fressen. Ne? Eigentlich, also ganz einfach gesprochen, wenn es so einfach wäre, du hast weniger Bewegung, du musst einfach nur fressen. Einziger Vorteil für dich ist einfach, du hast jetzt natürlich dadurch noch weniger Aktivität und verbrennst weniger Kalorien. Das heißt, wenn du isst, wirst du schneller zunehmen. Das ist das theoretische Modell, aber ich weiß einfach, dir fehlt die Struktur, das Training, was dich pusht. Und aufgrund deines Hintergrunds ist natürlich alles einfacher gesagt als getan, weil du hast eher Probleme jetzt zu essen, ne? Ja, also es ist halt, ich mache mir eine Mahlzeit und ich kann ein bisschen essen und bin halt satt oder... Also halt, das müssen wir hinkriegen, Sören. Du weißt, du hast einige Erfolge jetzt gehabt, über 5 Kilo zugenommen, das müssen wir in den Griff kriegen. Probier mal, wir gucken auch jetzt, dass wir mal einkaufen gehen, Sachen holen, die du auf jeden Fall runterkriegst. Ein paar Riegel hast du wieder mitbekommen, MyProtein-Stuff. Nichtsdestotrotz Trainingsplan, was hast du denn zu Hause, was kannst du tun? Du bist gar nicht mal so schlecht ausgerüstet, ne? Das stimmt, ich habe das Glück, dass mein Bruder eine Langhantel hat, bis zu 100 Kilo kann man draufpacken. Und hast du 100 Kilo auch da? Ja, genau. Also ja, gut. Kann man draufpacken und haben wir auch da. Und Kurzhanteln bis 20, also auch, wenn kannst man aufschrauben kann. Und Problem ist, du hast keine Hantelbank so ein bisschen, ne? Genau, das ist halt super. Man kann kein Bank, also ich vermisse Bankdrücken mich am meisten, ne? Das ist, zu Hause kannst du es einfach nicht richtig machen. Das ist auch kein Gymnastikball oder so, ne? Wo du nicht drauflegen kannst. Nein, aber auf dem Gymnastikball. Geht auch, kann man auch machen. Ne? Das ist aber eine Ablage zu sein für, oder? Also theoretisch, ich mit Trainingsplan für zu Hause. Ich persönlich muss ich sagen, habe jetzt zu Hause keine Langhantel, keine Kurzhantel, habe ein paar Gummibänder. Ich kann mich fit halten mit dem, was ich habe. Aber du hast natürlich den großen Vorteil mit der Langhantel und dem Kurzhantel. Und es wäre komplett sinnlos, wenn ich dir jetzt einen Plan schreibe für zu Hause mit Gummibändern und Bodyweight, wenn du die Möglichkeit hast, ein paar Gewichte drauf zu packen. Ne? Ja. Deswegen blenden wir jetzt einfach mal ein. Ne? Du solltest das jetzt schon zu Hause machen im Endeffekt. Wir blenden es ein, weil das im Schnitt jetzt ein bisschen Verzögerung ist bei dem Video, wie das bei dir aussieht. Und wir machen jetzt ein ganzes Körpertraining. Wir hatten einen Dreier-Split. Du sagst, zu Hause ist es echt ein bisschen schwierig. Du versuchst 3-4 Mal die Woche, da reicht ein Ganzkörperplan für dich. Du hast eine lange Hantel mit Gewicht. Das heißt, Übung Nummer 1, wir machen eine Floor Press. Das ist quasi ein Bankdrücken, wo du mit dem, du liegst wirklich auf dem Boden, auf einer Matte, auf einem Teppich. Mit der Langhantel platzierst du so, ne? Guck, wenn du große Scheiben hast, dass du ein bisschen Abstand zum Bauch, zum Body hast. Und die Ellenbogen bleiben quasi in der Ausgangsposition unten auf dem Boden und drückst hoch. Das heißt, du übst in dem Fall mehr die konzentrische Bewegung, dieses Überwinden. Nicht dieses langsam runter, weil du mit dem Ellbogen nicht nach hinten kannst, sondern du bist zum Boden und dieses Rausdrücken. Ja, das übst du halt mit der Floor Press. Übung Nummer 1 ist die Floor Press. Das machen wir als allererste. Zweite Übung machen wir ein Butterfly. Das kriegst du mit dem Kurzhantel hin, oder? Ich kann dir auch sagen, du kannst natürlich, wenn du eine Bettkante hast oder so, ich weiß nicht, ob man das hier sieht, kannst du natürlich auch hier quasi schräg drücken. Oder Butterfly, wenn du jetzt hier, sagen wir mal 10 Kilo, es ist alles improvisieren. Ja. Sieht bescheuert aus, du lachst gerade. Aber es ist besser als nichts, ja? Wenn du einfach hier ein Butterfly machst, ja,
Das heißt, du nimmst einfach, haust dich gegen, ähnlich wie beim Hip Thrust. Da, es gibt auch Übungen, wo du dich einfach so hinten ins Becken heben, so, machen ja, ja auch ein paar Mädels. Die haben ja auch quasi das Ding, ne? Einfach, dass du die Position hier variieren kannst von deinem Körper und machst einen Butterfly. Wenn du jetzt hier 10 Kilo hast, oder sagen wir mal 7 Kilo, wird es auch funktionieren, ja? Also Butterfly mit dem Kurzhantel, du probierst es alles aus und wir versuchen die Videos hier einzublenden, ne? Ja, auch Leute, wenn es dumm aussieht. Es sieht dumm aus und wir hoffen mal, dass es nur ein paar Wochen ist. Aber glaub mir, es wird tausendmal besser für dich sein, als nichts zu tun. Weil wenn du jetzt raus bist, wieder für ein paar Wochen, wird es extrem schwer fallen, wenn das Gym wieder aufhört, reinzukommen, weil du dann in so einem Modus bist, oh, kein Bock, scheiße, jetzt habe ich 4 Wochen nichts gemacht, alle Erfolge sind weg. So wirst du nicht viele Einbüßen haben. Halt die Muskulatur aufrecht und du wirst bei den Gewichten nachher keine großen Einbüßen haben. Du wirst jetzt nicht die krasse Steigerung machen, aber du musst dranbleiben. Ja? Dritte Übung, die kannst du sowieso machen, Langhantel Overhead Press, das ist ja perfekt. Ja? Da kannst du Vollgas geben, da kannst du auch dein Gewicht draufhauen, ja? Die Overhead Press. Genau. Vierte Übung machen wir Langhantel Rudern, kannst du auch easy machen. Langhantelrudern. Nach vorne und dann, genau. Genau, easy peasy. Langhantelrudern für den Rücken. Ja, easy. Rudern. Fünfte Übung, machen wir Ausfallschritte mit der Langhantel. Das heißt, du packst sie einfach hinten drauf. Den und gehst runter. Bam, machst ein paar Wege oder kannst es auch auf der Stelle machen. Geht auch mit der Kurzhantel, oder? Kannst du auch mit dem Kurzhantel hier machen, indem du hier hältst, ja. Machen wir ja, Ausfallschritte. Du versuchst es halt, wir blenden es hier schon mal ein, falls möglich, wenn du das schon mal gemacht hast. Sonst sechste Übung, lass dich kurz durchgehen. Wir haben die Brust gut dabei, wir haben die Schulter dabei, wir haben den Rücken, die Beine. Vielleicht bezogen auf die Grundübung, dass du kannst einfach nochmal, hast nicht so viel Gewicht, aber mach ein rumänisches Kreuzheben nochmal. Weißt du, was rumänisches ist? Im Endeffekt, genau, die Arme bleiben eigentlich fast gestreckt, du gehst hier runter. Machst du ein Kreuzheben ohne die Ablage unten, ja? Du hast aber die Bewegungsabläufe ähnlich wie beim Kreuzheben, geht aber ein bisschen natürlich mehr auf den Gluteus, auf die hintere Beinkette. Das heißt ein rumänisches Kreuzheben, ich zeig dir auch gleich nochmal ein Video. Dann hast du auch nicht so die Einbüße quasi, sag ich mal, beim Kreuzheben. Also du hast die Bewegung drin, die Muskelpartien teilweise. Und 7 machen wir Klimmzüge, Bauch bleibt dir frei, wenn du sagst, okay, Bauch hinten noch ran, eine 8. Übung. Option. Ja, also Bauch ist bei mir gerade sowieso nicht so. Sollte nicht im Fokus sein, weil du essen sollst. Weil ich trainiere so selten Bauch und ich habe trotzdem ein relativ gutes Sixpack. Ja. Halt, du sollst es ja verlieren. Wenn ihr dünn seid, bekommt ihr das gerade dazu, ne? Das ist dann der kleine Trost, den wir haben. Ja, also ich den Plan blenden wir hier nochmal ein. Wie gesagt, die erste Übung Floor Press. Ja, einfach quasi ein Bankdrücken auf den Boden. Mehr die konzentrische Bewegung, weil du natürlich mit der Ellbogen beschränkt bist. Das ist tatsächlich auch eine Übung, um dieses explosive Rausdrücken zu üben. Das ist auch wirklich eine, ich habe mal ein Video dazu gemacht, du kannst tatsächlich auch versuchen, die Kraft dann zu steigern. Das ist halt eine Technik, wo du diese Explosivität quasi üben kannst. Und vor allem kannst du halt lernen, quasi diese konzentrische Bewegung nochmal kontrolliert zu machen, dieses Hochdrücken. Mhm. Ja. Probier das wirklich. Butterfly, wie gesagt, macht das mit den Kurzhanteln, ja, da kannst du dich irgendwo mit dem Rücken gegenpressen, dass du ein bisschen den Winkel veränderst. Overhead Press ist, glaube ich, klar, ja, kenn ich. Langhantel rudern, Ausfallschritte. Ich sag mal so, du hast bis zu 100 Kilo, du musst natürlich gucken, dass du die Winkel hinbekommst. Wir versuchen das, wie gesagt, hier einmal einzublenden, ob du das alles hinkriegst. Das habe ich jetzt nicht vor Augen, weil er muss es machen, wir blenden es in der Post-Production jetzt ein. Deswegen wir machen den Plan jetzt gerade erst. Wir machen den Plan, aber du trainierst jetzt und wir versuchen es in das Video einzubauen. Genau. Und dann hast du 8 Übungen. Ich kann dir nur sagen, es ist ein GK, 3 bis 3 Mal die Woche sollte eigentlich fast reichen. Konzentriere dich auf Essen. Ich meine das ernst, du musst essen. Weil du kannst jetzt alles verschenken in der kurzen Zeit. Das wäre mega traurig. Du hast 5 Kilo aufgebaut. Denk daran. Denk die ganze Zeit an dein großes Ziel. Powerlifting-Wettkampf vielleicht noch dieses Jahr. Und dafür musst du essen. Halt dir das immer vor Augen, Sören. Dein Ziel ist der Weg, ja? Hau rein. Friss, was das Zeug hält. Du hast wenig Aktivität, was in dem Fall gar nicht so schlimm ist für dich. Und versuch den Kopf freizukriegen. Versuch dich irgendwie in eine ruhige Ecke zu Hause. Nimm dir diese Stunde am Tag und mach dir Musik drauf, Rammstein, baller durch, töte dich beim Training, ja? 8 Übungen, du hast die Möglichkeit mit den Hanteln, mit Gewichten zu arbeiten. Es ist ein Erhaltungstraining, was wirklich funktioniert. Wir hoffen mal, dass es nicht zu lange ist, aber für 3-4 Wochen wirst du es durchziehen, Sören. Auch, warte mal, ein bisschen. Genau. Achso, ich würde aber noch für den Plan würde ich noch Bizeps und Hammer Curls dazu machen. Genau, du kannst natürlich die Arme jetzt noch, ne? Wie gesagt, beim Powerlifting, bei dir ist eh der Fokus auf die Grundübung, bei Schulterpresse, bla. Du kannst auch ein paar Dips noch mit reinbauen, wenn du willst.
Ah ja, stimmt. Kannst du auch perfekt machen, das kriegst du, glaube ich, auch hin. Du kannst auch, du inzwischen, du bist ja nicht mal blöd. Du weißt ja, welche Übungen du auch austauschen kannst, ja. Du kannst natürlich auch anstatt langen Handelrudern mal irgendwie versuchen, vielleicht hast du ein paar Bänder zu Hause. Du kannst anstatt ein rumänisches Kreuzheben auch ein normales machen mit ein bisschen weniger, nämlich mehr Wiederholung. Über die Intensitäten halt, Wiederholung, die intensiven Schrauben. Du kannst die Übungen austauschen. GK alternieren immer, das heißt, du kannst einmal das so machen. Dann kannst du mich auch nochmal fragen, machst du zum Beispiel montags so, mittwochs zum Beispiel tauschst du 2-3 Übungen aus, die aber die gleiche Muskelgruppe. Du kannst auch sagen, hey, Ausfallschritte weg, mach ein paar Kniebeugen, mehr Wiederholung, weniger Gewicht oder Pause. Weißt du, das heißt, unten ja. Stopp reinbauen, ja. Ne? Sagen wir, machst es dann halt nur mit 40 Kilo, aber ballert auch rein für dich, ja, wenn du unten diese Pause machst. Ja, Ganzkörperplan, wie gesagt, 8 Übungen und wie gesagt, Sören bleibt dran. Bei mir ist ja auch schon so, guck mal, ich muss schon mein iPad als Ablage nehmen. Ich habe leider kein Druckerpapier mehr. Ich meide gerade auch ein bisschen den Supermarkt. Da muss ich mir auch ein neues Papier holen, aber so ist das. Wie gesagt, ich bin der Meinung, Kopf nicht in den Sand stecken, das Beste daraus machen. Sören, das musst du dir vor Augen halten. Ich weiß, für dich ist dieser psychische Faktor nochmal viel ausschlaggebender. Selbst ich merke das, dass mir die Decke auf den Kopf fällt. Also alle von euch sicherlich. Und das ist für dich nochmal um einige schwieriger. Aber wie gesagt, denk an dein Ziel. Denk an dein Powerlifting, denk an das Training mit Josh, was bald kommt. Ja, das werden wir sofort machen, wenn wir wieder ins Gym kommen. Sofort dann kommt ein Krafttest, wenn wir wieder ins Gym kommen mit einem Josh, einem Powerlifter, mit dem wir drehen. Halt das vor Augen. Du willst dann glänzen und nicht abkacken. Und das entscheidet jetzt. Jetzt diese Zeit entscheidet, wer ein Sportler ist. Jetzt diese Zeit entscheidet, wer durchzieht und wer sich auf die volle Haut setzt. Ja, weil das ist für dich entscheidend. Halt dir deine Ziele vor Augen. So geht's. Mach das Beste daraus. Ja?